Meine geliebten Seelenleuchttürme, dieses Seelenhäppchen widme ich allen, die mit dem Gedanken spielen, ihr Land zu verlassen und auszuwandern. Das sind derzeit eine ganze Menge. Und ich möchte damit auf Fragen eingehen, die uns regelmäßig gestellt werden in den Kommentaren und auch so im Leben. Ja, natürlich kann ich wieder nur von mir und meinen Erfahrungen sprechen. Aber da wir miteinander verbunden sind und ich schon oft vielen aus dem Herzen sprechen konnte, könnt ihr euch bestimmt einiges aus meiner Botschaft herausnehmen. Ich lebe jetzt fast ein Drittel meines Lebens im Ausland. Fuerteventura, Kanada und jetzt in der Dominikanischen Republik. Ja, letzteres ist zwar keine Auswanderung, aber wenn man sich 5 Monate in einem anderen Land aufhält, dann fühlt es sich so an und man lernt es sehr gut kennen. So gut, dass man die beste Basis hat, zu entscheiden, ob man dort für immer bleiben möchte. Ja, dieses für immer ist eh wieder ein Vorhaben, mit dem wir Gott zum Lachen bringen. Das wäre also der erste Tipp an alle, die ihre Koffer und Kisten für immer packen möchten. Lebt erstmal mindestens 3 Monate in dem Land eurer Wahl. In verschiedenen Regionen, in Ferienwohnungen lernt die Menschen, die Mentalität, die Sitten, die Rituale, das Klima kennen und trefft dann erst eine endgültige Entscheidung. Ich habe das immer viel zu schnell gemacht und sehr viel Lehrgeld bezahlt, in jeglicher Hinsicht. Ja, apropos Geld, ihr braucht unbedingt einen finanziellen Background und Reserven. Sonst wird das alles ein sehr großer Nervenstress, besonders wenn ihr sofort auf einen Job angewiesen seid. Das hat mir in der Sendung Goodbye Deutschland immer Schnappatmung verschafft, wenn sie mit 3000 Euro auf dem Konto am Flughafen standen. Ja, wie oft habe ich den witzig gemeinten Satz gehört, man kann in Kanada oder wo auch immer ein Vermögen machen. Und zwar aus einem großen ein kleines. Ja, und ehrlich gesagt ist es auch so. Meistens. Als Deutscher wird man fast überall über den Tisch gezogen. Der Grund ist, dass der Deutsche insgesamt als reich gilt, als zuverlässig, fleißig und gutmütig. Das ist er ja auch. Das Reich natürlich mit Fragezeichen versehen. Und mit dem kann man es ja machen. Das ist oft sehr ernüchternd und traurig, denn man kommt ja mit so vielen Hoffnungen, mit Träumen, mit Illusionen und Zielen in sein Lieblingsland. Häufig auch mit Ängsten, weil man es da gerade nicht aushält, aber man wartet nicht auf uns, höchstens als Objekt, das möglichst viel Geld da lässt oder Know-how bzw. Arbeitskraft. Und da kann man noch so ein guter Mensch sein, das Resonanzgesetz fährt seinen eigenen Kurs. Klar findet man überall Menschen, die einem helfen, die einem etwas bedeuten und dann auch Freunde werden. Aber man fühlt sich dennoch fremd und ist es eben auch. Ich muss gerade an Udos griechischen Wein denken. Sehnsucht nach daheim. Ich werde immer ein Fremder sein. Da ist so viel Wehmut drin. Und ich weiß, dass viele jetzt denken, naja, Heimat ist doch da, wo das Herz zu Hause ist, wo die Lieben sind. Ja, sicherlich.
Und trotzdem schwingt immer noch etwas anderes mit. Und das erkläre ich mir mit dem Seelenstrahl des Geburtsortes, den wir fühlen. Und all die Erfahrungen und unsere Sozialisation, die nun mal in unseren Zellen lebt und bestehen bleibt. Ich spreche darüber übrigens auch im Interview mit Eva beim Lebenswunderkongress. Das Wundervolle am Auswandern ist, dass man sich ganz neu erfährt. Dieses Verlassen der vertrauten Komfortzone lässt einen über sich hinauswachsen. Man verändert sich rasant und entwickelt ganz neue Stärken, ja, und Synapsen. Und man ist plötzlich zu Dingen fähig, die man vorher als absolutes No-Go für sich bewertet hat. Außerdem schärft es die Sinne. Alles wird mit anderen, mit neuen Augen betrachtet. Also ich habe mich oft gefühlt wie ein Kind, das alles neu entdeckt. Jedes Tierchen, jedes Pflänzchen, jeder Mensch ist etwas Besonderes und jede Erfahrung ist aufregend. Und Routine gibt es erstmal kaum. Und das ist so spannend und für mich fast das Schönste. Auf Fuerteventura bin ich die ersten Wochen und Monate jeden Tag ans Meer gegangen. Und nach knapp 10 Jahren dann überhaupt nicht mehr. Der erste Schnee oder der erste Indian Summer in Kanada war gigantisch, ein Abenteuer. Aber ja, auch das wird später zur Gewohnheit, es verblasst. Oder es wird sogar zur Last. Ich denke gerade an die Massen von Schnee. Am Anfang ist ja eben alles schön, so wie beim Verliebtsein. Man sieht nur die Schokoladenseite und man blendet die Nachteile aus. Aber der Tag kommt, an dem man realisiert, dass man all seine Problemchen mitgenommen hat und seine Herausforderungen dazu bekommt, die man vielleicht im eigenen Land nicht hätte. Also wie zum Beispiel regelmäßige Stromausfälle über Stunden, den hatten wir wieder am Freitag, kein Wasser, komplizierte Behördengänge oder eben Temperaturen, die unser Körper so nicht kennt. Ich glaube, dass Deutschland auch das einzige Land mit einem sozialen Netz ist, welches Ausländer so auffängt. In jedem anderen Land bekommt man keine finanziellen Hilfen, es sei denn, man arbeitet dort lange oder ist eben fest integriert. Ansonsten wird es bei Krankheit oder Arbeitslosigkeit recht problematisch. Das muss man wissen. Auch wenn es immer schwieriger wird. Ja, die gesamte Lage außerhalb von Europa eine Permanent Residence zu erhalten, also eine langfristige Aufenthaltsgenehmigung. Das ist jetzt hier in der Dominikanischen Republik auch. Also selbst als Urlauber darf man nur 30 Tage bleiben. Darüber hinaus zahlt man Strafe. In Kanada beispielsweise braucht es Jahre und sehr viel Geld und am besten nimmt man sich einen Rechtsanwalt und man braucht sehr viel Geduld, um diese PR zu bekommen. Wir hatten von vornherein gar keine Chancen, wir haben es auch gar nicht erst versucht, weil wir als Selbstständige gekommen sind. Ja, und die wenigsten, oder ich weiß jetzt nicht genau, aber ich glaube gar keine Berufe, werden dort überhaupt anerkannt. Also man muss dann neue Prüfungen oder sogar neue Ausbildungen machen. Das dann noch in einer fremden Sprache und ziemlich unsinniges
Zeug lernen, sage ich jetzt mal. Frech daher. Wir werden oft ja auch beneidet oder bewundert für unseren Mut, für unser aufregendes Leben in der Natur und mit all der Abwechslung. Man sieht unsere schönen Bilder und Filmchen und wir haben auch ein traumhaftes Leben, allemal. Aber dahinter stecken ja ganz viel Schweiß, Tränen, Verzweiflung, Ratlosigkeit und auch Nervenverschleiß. Ich weiß, dass ihr das wisst und fühlt. Ich möchte keinen Tag meines Lebens missen, auch die schwersten nicht, und ich bereue gar nichts. Und die Jahre in Kanada waren bisher die schönsten und intensivsten für mich. Und ich rate jedem zu diesem Schritt, dessen Herz danach ruft. Tut es, ihr habt nichts zu verlieren, denn das, was ihr gewinnt, ist unbezahlbar. Ein reiches Erfahrungsschatzkästchen, eine reiche Seele und vor allem einen erweiterten Horizont, der euch bei jedem Handeln und bei jeder Begegnung hilft. Für immer. Das bleibt für immer. Und das nimmt euch auch keiner. Ich gebe keine Aus- oder Einwanderungstipps. Da bin ich nicht kompetent genug. Aber bitte holt sie euch ein, bevor ihr die Kisten packt und euch abmeldet. Und wenn ihr auswandern möchtet, aus Fluchtgründen, weil ihr den Irrsinn in Deutschland nicht mehr ertragt oder Angst habt dort, dann überlegt es euch mehrmals. Verrückt ist es gerade überall auf der Welt und das Chaos regiert jeden Kontinent. Das wissen viele nicht, das berühmte Gras, ja, das auf der anderen Seite immer grüner ist. Aber schaut euch die ach so freien von, ja, die Lieblingsziele wie Kanada, Neuseeland oder Australien an, was die letzten 2 Jahre mit den Menschen gemacht haben. Bei uns ist das Leben in der Ferne noch nicht ganz vorbei. Es geht noch weiter nach der Dominikanischen Republik, denn wir müssen Kanada noch abschließen. Aber ihr wisst, ich spüre deutlich den Ruf meiner Heimat. Von dem Land, in das Gott mich hineingepflanzt und hineingedacht hat, das meine Seele für mich auswählte. Und da, wo mir alles vertraut ist, die Gerüche, die Geräusche, die Vogelstimmen, die Menschen, das Essen und die ganzen Verrücktheiten. Was habe ich die abendlichen Amselgesänge vermisst? Oder auch die Produkte, die ich liebe, die Jahreszeiten, die humanen Ablaufen im Gegensatz zu anderen Ländern, die Bäume, die Wege, die Häuser und dass ich quatschen kann, wie mir der Schnabel gewachsen ist. In zweifacher Hinsicht übrigens. Einmal, weil ich die Sprachen nie so perfekt beherrscht habe, dass ich alles hätte ausdrücken können. Und zweitens, weil man im Ausland noch weniger Rechte hat als im Heimatland und sich nochmal anders anpassen muss. Und das fühlt man auch. Und man kann ganz schnell diese PR auch verlieren, Wenn man sich nicht richtig einfügt. Diese Schleife von nun 15 Jahren musste ich wohl drehen, um zu erkennen, wo ich hingehöre, wo ich meine Wurzeln habe, und ich durfte mein Land ganz neu lieben lernen und auch schätzen, mit allem
drum und dran und mit allen Macken und Ecken und Kanten. Und das ist für mich eine wertvolle und ja, ganz intensive Entwicklung und auch Erkenntnis. Und mit dieser möchte ich dieses Häppchen jetzt beenden. Mit ganz, ganz viel Liebe für euch und auch mit mutmachenden Gedanken, ihr Lieben. Ich drück euch und ganz liebe Grüße von Yvonne. Dicker Kuss von Tina.